So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 3. Die letzte Folge, ja, vor 2 Wochen. Das Blöde ist, ja, seitdem ich wieder zum Arbeiten angefangen habe, weil ich war 2 bis 3 Wochen im Krankenstand, ja, operieren und so. Und ja, aber bevor ich wirklich starte, muss ich noch vorher runtergehen, denn ich habe nämlich einen Kuchen im Ofen. Mhm. Der ist für meine Freundin, die wird nämlich 18 morgen. Und ich hab's total verpennt, dass ich den Kuchen noch fertig mache und so. Und jetzt habe ich mir nebenbei einen Timer hingestellt. Ja, damit ich sehe, wann ich runtergehen muss. Und so in 6 Minuten muss ich wieder runtergehen. Checken, was der Kuchen so tut im Ofen. Und ja, ich werde auch... Wenn ihr den Kuchen unbedingt sehen wollt, ich werde ihn in Instagram hineinstellen. Ja, steht dann unten in der Videobeschreibung mein Instagram-Account und ihr könnt irgendwie den Kuchen halt bewerten. Ich werde ihn so mit Schmatis füllen. Das wird geil. Ja. Tut mir auch leid, dass ich vorige Woche nur ein Video hochgeladen habe und so, aber ja, ich werde jetzt wieder versuchen, mehr Videos hochzuladen. Ja, so circa 3 Stück pro Woche, wenn ich es hinbekomme. Oh scheiße, jetzt habe ich meine Kopfhörer zerstört. Aber ja, und meine Hände sind auch komplett violett vom Kuchenfärben, um Gottes Willen. Ich hoffe, das färbt bei meinem Computer nicht ab, bei der Tastatur. Aber ja. Okay. Ja. Dann sage ich mal, beginnen wir mal einfach das Spiel. Und los! Oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. So. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Schulette, hör auf zu reden. Ah, so, der letzte Standpunkt. Wir müssen jetzt das Lager der Hunden einnehmen. Ich glaube, sie ist nochmal. Munition. Und noch mehr Munition. Wow, amazing. Ich bin wirklich impressed. So, das ist mal unser letzter Standort. Wir müssen jetzt die Basis hier von ihnen einnehmen. Ich werde versuchen, in der zweiten Folge mehr, also alle Basisen, zumindest der aufgedeckten Karten, die ich habe, einzunehmen. Und ja, jetzt machen wir einen Schleichangriff. Schleichen uns hinten an und stehlen das Auto. Lisa, ich komme. Jetzt halt die Fresse mal. 5000 Menschen sind hier und du denkst nur an Lisa. Ach du Scheiße, jetzt bleiben wir auch noch im Stein. Lisa, ich bin hier! Ich bin hier und töte alle Menschen. Du wärst mir doch egal! Sag dir. Ja, wie heilen wir uns? Oh, Scheiße, ich muss Kuh. Halte Kuh für dich, Digga! Nein, ich bin so lost. Okay, Dennis ist noch am Leben. Oh scheiße, wir sind gerade am Absterben. Ich habe das voll scheiße hingekriegt. Ja! Halt mich fest, wenn du es kannst, Digga. Denn du wirst jetzt sterben. Hey, ich bin deine... Ja, ich bin deine... Wow! Nice 3! Ich bin wirklich impressed. Wirklich. Lisa, wo bist du? Ja, lass mich mal die Typen da einsacken. Kann ich das... Ja! Nehmen mal. Brauche ich mir nicht kaufen. Okay, wir haben wieder eine Fähigkeit frei. Das sind Schweine.
Okay, wieso die dramatische Musik? Ja. Alles wird wieder gut, Lisa. Sie sind alle weg. Du bist jetzt sicher. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Wow. Jason, du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Und ihr? Wo habt ihr Tatao her? Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Oh, oh wow, wir haben das aufgedeckt. Ja, dann wieder zurück. Ich will das mal einnehmen. Ich nehme mir gleich den Laptop mit. Gibt's noch? Hühnchen, Waffe. Hoffentlich Waffen. Munition ist immer gut. Ja. 20% Rabatt. Dann Schnellverkauf. Ja. Alles weg. Oh, ich bin noch nicht fertig. Dann kaufen wir uns. Sollen wir uns eine Faust? Nein, Faustwaffe. Bitte nicht. MPS vielleicht. Skorpion. Habe ich genug Geld? Ja! Unterstützt Aufsätze, ein Max Schalldämpfer, wettet das mal ziehen. Okay, gekauft habe ich mir den Scheiß, aber nehmen kann ich den Scheiß nicht. Nächster Scheiß. Nächster Punkt, nächster Scheiß. Und ich hoffe, das geht sich in 10 Minuten 10 Minuten aus, den Scheiß einzunehmen, weil dann muss ich wieder cutten, weil der Kuchen ist noch immer drin. Also die zweite Hälfte vom Kuchen, kann man so sagen. Nimm mir rein. Ich will Leiche durchsuchen. Durchsuche Leiche. Ja. Guter Mann. Gute Schwein. Noch mehr gute Schweine und ein Auto. Dann fahren wir mal mit dem Auto. Map wie immer auf ihn. Wie fahren wir einen blöden? Wir machen das. Ein blöden so. Dann trinke ich mal was. Damit es wieder hört. Oh, wow. Wow. Meine Hütte, die sieht voll abgeranzt aus. Mit 5000 Hühner. Ich bekomme da Albträume. Nein, ich würde da Albträume bekommen. Ich würde wirklich Albträume von diesem Scheiß bekommen. Aber ja, was soll's. Jetzt mache ich. Nein. Ja, danke. Raumherstellung, ich brauche Medizin. Scheiße, ich habe keine Blätter mehr. Okay, dann sammeln wir ein paar Blätter, aber ich markiere mir das mal schnell. Das macht man gut. Danke Gott, danke, dass du die Markierung erfunden hast, die wir so sehr schätzen. Und jetzt in Slow Motion Tempo auch nach Entenhausen. Slow Motion. Amenakoi. Oh, okay, Mann.
Nein, Mann. Hab keinen Bock, Mann. Ich mach Spaziergang. Seine gesuchte Route. Neue Pfad des Jägers. Beim Pfad des Jägers, glaube ich, kann man sogar ein Einhorn töten. Weil das braucht man. Oder habe ich das in der letzten Folge schon gesagt? Ich weiß es nicht. Dann zeige ich es mal für die ganz Unfähigen. Das wird langsam. Amener Koi! Amener! Terror, Schrecken, Schützengraben, so wie nicht das Leben geht, verrecken. Ziegen! Gut, 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 gut! Ah, jetzt kann ich mir Spritzen herstellen. Yes! Nein, benutzen will ich sie nicht. Brauche, kann ich nicht herstellen. Kann ich auch nicht herstellen. Was brauche ich da? Oh, ein Ziegenfell. Ja, aber ich habe leider keinen Pfeil. Aber ich könnte mitziehen. Nein, ich glaube, die hören das, wenn ich eine Ziege töte. Hören die das? Haben die das gehört? Ich weiß es nicht. Oh, die haben das gehört. Ekelhaft. Eine Farm. Ja. Definitiv. Die Frage ist, wen suchen die? Oh, da unten ist das Lager. Kleiner Tipp, leicht zum Einnehmen. Zu leicht sogar. Hilf mir! Hilf mir, Mutti! Ich kann nicht mehr! Die Wölfe greifen an! Ach du Scheiße! Sind da noch mehr Wölfe oder was? Ach Gott! Die Typen haben das auch noch gehört! Solche Arsch! Sprich mich doch bei Ihnen ab! Ja, komm her! Wenn du dich traust. Mann, Männchen. Ich weiß, ich bin feige, aber so feige auch wieder nicht. Habt ihr Munition? Weil ich brauche die jetzt. Habt ihr Munition? Ich brauche die bitte. Oh, ich habe noch... Wow, ich habe noch sehr viel Munition. Dann nimm mal Hundefell mal mit. Oder Wolf, was das ist. Ja, Hundefell. Wilde Hunde sind immer gefährlicher als Wölfe. Merkt euch das, Kinder. Merkt euch das fürs Leben. Aber ich glaube, bei uns in der Welt gibt es keine verwilderten Hunde, denke ich mal. Also, zumindest weiß ich nichts. Aber es könnte möglich sein, dass irgendwo auf einer verdammten einsamen Insel noch irgendwelche Krippel herumläuften, die dir den Arsch aufkratzen wollen. Oh, das wäre so ein schöner Sniperpunkt dort oben. Einfach stehen und runter schießen. Für die Leute, die gerne snipern, stellt euch einfach hier drauf. Wenn es möglich ist. Ich denke, ich probiere es einfach mal aus. Aber ich denke, es ist möglich, von hier aus zu snipern. Ja. Ja, das ist wirklich möglich. Ach du Scheiße. Ich habe aber keine Waffe. Also meine AK. Die ist mein bestes Stück. Normalerweise spiele ich immer mit Pfeil und Bogen, weil die gleich nach einem Pfeilschuss tot sind. Aber das Scheiße ist, die Tiger brauchen so lange. So, mach mal Look.
Das wollte keiner wissen, aber ja. Na komm, ja. What? Okay. Wenn du nicht kommst, muss ich dich holen. Keine Frage. Irgendwo steht da noch so ein kleiner Wichser. Ich lauf rüber zum Alarm. Ja. War's das? War's das? Ach, das war's schon. Muss ich mal nachdenken. Was tue ich jetzt? Ich springe mal runter. Brech mir 5000 Knochen. Der Scheiß ist, du kannst deine eigenen Spielkameraden töten. Und die greifen dich dann an. Das habe ich mal probiert. Aber das möchte ich nicht nochmal machen. Weil das ist nicht lustig. Da kannst du dich einfach ins Haus verstecken. Und dann verfolgen die dich einfach. Ein Haifisch. Haifisch brauchst du auch. Um in der Wildnis klar zu kommen. Da liegt eine Leiche. Nach dieser Aufnahme glaube ich, höre ich mir wieder Mucke auf mein. Ich bin so in den 80er geworden. Nein, ich höre mir wirklich Musik auf meinen. Wie nennt man das noch? Plattenspieler. Ja. Das ist, das finde ich toll. Plattenspieler, das ist wirklich eine tolle Erfindung. Alle, die einen Plattenspieler haben, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich finde das einfach so geil. Ja, ich will einmal Rechner mitnehmen. Oh, Alkohol. Nimm es mit, nimm den Alkohol. Schade, kann ich nicht mitnehmen. Munition? Ja, Munition. Hallo, Munition. Ich brauche keine Munition. Jetzt geht's los. Ich nehme gerade mal 15 Minuten auf. Soll ich noch was machen? Ich glaube, ich mache noch schnell was. Das mache ich schnell. Kinder, ich nehme noch schnell den Turm ein, dann mache ich Cut. Und jetzt esse ich noch schnell. Nam nam. Mein Grießauflauf. Also mein Cola-Röster mit Grießauflauf. Oder Grießkoch, was auch immer ist. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Jetzt klaue ich erstmal Dennis Fahrzeug. Und treffe damit eine Runde. Aber allzu weit kann ich nicht fahren, weil dann das Runde der Negerkinder anfängt. Nichts gegen Schwarze, aber. Oh. Steig aus! Das war so geplant. Ist das gelb oder heilige Lotusblume? Nein, das ist blau. Also, ja, wirklich, ich nehme nur den Turm ein, dann mache ich Cut und in der nächsten Folge nehmen wir wieder die zwei ein. Dann nehmen wir noch mehr ein. Dann noch mehr und wieder mehr und es geht so weiter. Entweder da steht wer oder ich bin farbenblind. Nein, ich bin farbenblind. Ich habe grün und rot unterschieden. Nice prank. Oh, da steht wer. Heilige Maria, Mutter Gottes, da steht wer.
Okay, Tiger ist gefährlich. Mit denen darf man sich bitte nicht anlegen. Ach, da komme ich wieder nicht hoch. Ich bin ja schon unfähig zum Klettern. Ja, nehme ich mit. Rote Blätter sind immer gut. Oh Mann, ich muss ja schon wieder runter Kuchen abmachen. Aber ich will jetzt nicht aufhören. Das ist gerade so fesselnd. Einfach schon die Bäume raufgehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in diesem Revier Tiger gibt. Ich dachte, die kommen erst viel später. Weiter unten. Aber ja. Dies ist not a Dings. Dies also not. Und mit den Ochsen sollte man sich auch nicht anlegen. Die können einen Schädel abreißen. Man sollte sich eigentlich gar nicht mit Mutter Natur anlegen. Weil Mutter Natur ist eine gemeine Bitch. Das einzige, was sie kann, ist Leute töten. Nein, wirklich, ich will mich jetzt nicht mit den Ochsen anlegen. Sind so gefährlich. Ziegen. Ich hoffe, da ist kein Tiger. Stehen sie so auf Ziegen? Mäh. Ja, lauf, meine Ziegen. Hinterher. Ich tue doch gar nichts. Da hinten ist schon wieder ein Lager. Wenn ich jetzt in Sackgasse komme, dann hau ich mir den Kopf ab. Ich renne euch doch gar nicht, ne? Seit wann sind da Nigger? Einmal in den Eiern geschossen und ein Doppelkill hinten nach. Und dann nehmen wir alles. Sein Geld, seine Taschen und seine Munition. Und ich glaube, die haben uns gehört. Darum müssen wir schnell sein. Nein, wirklich, wir müssen schnell sein. Leer. Leer, noch mehr leer. Hä? Oh. Oh. Sneaken. Sneaken, noch mehr sneaken. Noch mehr leer. Leer und sneaken, das sind unsere Hauptgegenstände. Noch mehr leer. Ey, leer. Leer spielen. Und noch mehr sneaken. Andere Seite sneaken und... Oh. Oh. Ja, los, kletter, mein Freund. Wir sind gleich am Ziel. Oh, ach du Scheiße. Da ist unser Turm. Da ist ein anderer Turm. Da ist noch ein anderer Turm. Und... Oh. Das ist dieser Turm. Und jetzt nehmen wir ihn ein, integrieren und das war's. So Leute, jetzt sehen wir uns mal die Karte an. Was haben wir alles in unserem Mäppchen gefunden? Da haben wir hier schon unsere Freunde, die Tiger. Da haben wir einen Ochsen, noch mehr Ziegen, eine Wildsau und noch ein paar Kasuas. Die sind außerdem auch sehr gefährlich. Hä? Oh, falsch aufgedeckt, scheiße. Naja, das nächste Mal gehen wir hier rüber. Ich glaube, irgendwie pro Funkturm sind da zumindest eine oder circa zwei Basen. Zum Beispiel diese hier.
Du nimmst das ein und dann musst du hier hin und das ist genau eine Kackinsel, wo du schwer raufkommst. Und die da unten, zum Beispiel bei der Xbox bin ich zumindest hier schon, da habe ich das alles aufgedeckt und muss dann noch hinten. Der lustige Part kommt jetzt. Es gab eine Quest, da kommst du genau zum Ziel und ich wollte das einfach alles random aufdecken. Ja, bis ich dann drauf kam. Aber das mache ich jetzt auch nicht, aber ich werde alles aufdecken. Geil, was passiert. Aber ja. Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Die letzte Folge werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, bis zum nächsten Mal.